Hallo Freunde! Die Tierwelt schafft es immer wieder aufs Neue, uns zu überraschen. Ob mit ihrer unglaublichen Artenvielfalt oder den erstaunlichsten Fähigkeiten, die sie sich im Laufe ihrer Entwicklung angeeignet haben. Einige dieser Fähigkeiten sind so bewundernswert, dass man sie selbst gerne hätte. Es sind Fähigkeiten, die wir Menschen schon als Superkräfte bezeichnen würden. Heute 6 Tiere mit echten Superkräften. Los geht's! Schlangen. Die meisten von uns fürchten oder ekeln sich sogar vor Schlangen. Doch diese bemerkenswerten Lebewesen können erstaunliche Fähigkeiten ihr eigen nennen. Eine bestimmte Fähigkeit sticht besonders hervor. Es ist eine Fähigkeit, die bei uns Gänsehaut auslöst. Kein Wunder, denn auch nachdem einer Schlange der Kopf abgetrennt wurde, bleiben die meisten Mechanismen im Kopf der Schlange für eine recht lange Zeit vollkommen intakt. Sie leben regelrecht nur mit dem Kopf weiter. Man sollte besonders vorsichtig sein, sollte es mal vorkommen, dass man den Kopf einer Schlange findet. Denn sie kann nicht nur noch beißen, sondern auch ihr tödliches Gift initiieren. Es kommt oft vor, dass diese Schlangenköpfe plötzlich nach Körpern in ihrer Nähe schnappen. Nicht selten ist es der eigene abgetrennte Körper. Dies liegt daran, dass Reptilien ausgezeichnete Wärmesensoren besitzen, die es ermöglichen, Beute und Feinde in ihrer Nähe aufzuspüren. Diese bleiben auch, nachdem der Kopf abgetrennt wurde, für mehrere Stunden aktiv. Fangschreckenkrebse. Lasse dich nicht von den wunderschönen Farben täuschen. Dieses Tier hat es in sich. Bis zu 30 cm können die Meeresbewohner groß werden. Manche sind unscheinbar bräunlich, manche sind bunt gescheckt. Die Augen des Fangschreckenkrebses sind der Hammer. Mit seinen 16 Arten von Zapfenzellen nimmt er Farben wahr, von denen wir wahrscheinlich keine Vorstellung haben. Der Mensch hat nämlich nur 3 Zapfenzellen. Die Tierchen sehen UV-Strahlen und polarisiertes Licht und können über Lichtreflexe auf ihren Panzern miteinander kommunizieren. Man kann sagen, der Fangschreckenkrebs hat Superkräfte. Seine Fangarme können immense Kräfte entwickeln. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 80 Stundenkilometer hat er die Schlagkraft einer Pistolenkugel. Dabei entsteht mit Unterdruck eine Gasblase, die implodiert und so viel Energie freisetzt, dass sogar Lichtblitze entstehen. Selbst Aquarienscheiben soll er zu Bruch bringen können. Krötenechsen. Diese mit Hörnern überwucherten Echsen leben in den Wüstengebieten in Mexiko und im Südwesten der Vereinigten Staaten. Ihre Nahrung besteht überwiegend aus Ameisen. Besteht Lebensgefahr, tarnt sich die Echse erst einmal in ihrem natürlichen Umfeld. Schlägt diese Technik fehl, bläht sie sich wie ein Kugelfisch auf, um größer und damit furchteinflößender zu wirken. Lässt sich ein Fressfeind davon immer noch nicht in die Flucht schlagen, greift die Krötenechse auf Reflexbluten zurück. Dabei werden kleine Gefäße am Augenrand zum Platzen gebracht. Das austretende Blut spritzt die Echse dann bis zu 2 Meter Richtung Angreifer. Dieser wird entweder geblendet oder vom stinkenden Geruch des Blutes abgeschreckt. Pistolenkrebse. Wer hätte in brenzlichen Situationen nicht gerne eine Pistole mit unbegrenzter Munition? Nun, wenn Pistolenkrebse auf Beutezug sind, pirschen sie sich zuerst langsam heran, greifen ihr Opfer mit der linken Schere, entsichern ihren Revolver in ihrer rechten Schere und schießen. Der Pistolenkrebs erzeugt mit seiner rechten Schere Luftblasen, die mit einem Knall implodieren und kleine Tiere betäuben oder verletzen. Die erstaunlichen Garnelen sind gerade einmal 5 cm groß, erzeugen aber einen Knall, der über 200 Dezibel beträgt. Zum Vergleich, ein Düsenjet liegt nur bei 120 Dezibel. Aber das ist noch nicht alles. Bei der Implosion erhitzt sich das Wasser auf mehr als 4700 Grad Celsius. Das ist fast so heiß wie die Sonnenoberfläche. Axolotl. Dieser nette kleine Kerl steht leider zu Unrecht im Schatten der meisten Tiere. Dabei hat er wohl die beste Fähigkeit aus dieser Liste. Jungtiere der Axolotl brauchen sich keine Sorgen darüber zu machen, ein Körperteil zu verlieren. Denn sie können es buchstäblich nachwachsen lassen. Doch das war noch nicht alles. Die Regenerationsfähigkeit geht noch viel weiter, als die meisten jetzt annehmen. Denn es sind nicht nur Gliedmaßen wie Arme, Bein und Schwanz, die nachwachsen. Auch wichtige innere Organe bilden sich nach dem Verlust neu. Sogar ganze Teile des Gehirns und Herzens können wiederhergestellt werden. Jedoch verliert der Axolotl diese Fähigkeit, wenn er ausgewachsen ist. Salamander. Salamander im Allgemeinen verdienen sich ihren Platz in dieser Liste wie der Axolotl durch ihre erstaunlichen Regenerationsfähigkeiten. Salamander können zwar nicht wie der Axolotl lebenswichtige Organe regenerieren, verlieren dafür aber nicht ihre Fähigkeit, wenn sie ausgewachsen sind. Sie können Arme, Beine und Schwanz, so oft wie es nötig ist, zu jeder Zeit regenerieren. Schon nach 24 Stunden bildet sich über der Wunde eine Stammzellenschicht, aus der zuerst Zehen, dann Nerven, Muskeln und Knochen wachsen. Nach 3 Monaten ist das neue Bein voll einsatzfähig. Wir Menschen können von dieser Fähigkeit nur träumen. Trotzdem arbeiten Wissenschaftler an Techniken zur Nachbildung von Körperteilen. Allerdings mit großen Einschränkungen. Eingesetzt werden dabei Gerüste, die Kollagen enthalten und Zellen zu schnellerem Wachstum anregen. Es ist einfach nur unglaublich, welche Fähigkeiten manche Tiere ihr eigen nennen dürfen. Am erstaunlichsten finde ich beim Axolotl die Fähigkeit, dass er Teile des Gehirns regenerieren kann. Was hältst du von diesem Thema?
Welche Fähigkeit fandest du am besten? Und wieso? Teile es uns doch in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.